Wollen Sie einen Vorfall melden? Sind Sie krank? Ja, ich bin krank. Brauchen Sie einen Krankenwagen? Nein, die Polizei. Die Frau am Telefon ist Andrea Yates. Sie lebt den amerikanischen Traum. Ein Vorstadthaus, ein Wohnmobil im Hof. Worum geht es? Sie müssen einfach kommen. Sie wirkten alle so glücklich. 5 gesunde Kinder, eine liebevolle Mutter und ein erfolgreicher Vater, der für die NASA arbeitete. Ist Ihr Mann da? Nein. Worum geht es? Sie müssen kommen. Ein Dienstagmorgen, kurz nach 9. Yates hat gerade die Kinder gefüttert, dann lässt sie ein Bad ein. Worum geht es? Bricht jemand bei Ihnen ein? Was ist los? Mir wurde angezeigt, dass dieser Anruf in meinem Verantwortungsbereich lag. Mein Kollege David Knapp fuhr auch hin. Das ist oft so in einer Tagesschicht. Wenn man Zeit hat, hilft man aus. 8 Minuten nach dem Anruf in der Notrufzentrale ruft Andrea Yates ihren Mann Rusty an. Es sei Zeit, nach Hause zu kommen. Es ist noch vor 10 Uhr morgens. Ich wusste nicht, was los war, aber ich war besorgt, denn Andrea sagte mir mit fester Stimme, ich solle nach Hause kommen. Also kam ich. Ich ging ins Haus und David kam mir im Flur entgegen. Ich fragte, was los sei, und er sah mich an und sagte, es sei ein Mord. Also schaute ich nach rechts und da saß Yates auf einer Couch. Sie saß einfach da und sah mich nicht an. Ich ging in den Raum und dachte, da würde ein toter Mann am Boden liegen. Ich schaute mich um und da war dieser kleine Kopf, der mich ansah. Und er lag etwa 3 Meter von mir entfernt auf dem Bett. Ich sagte, was soll das? Und dachte, es sei eine Puppe. Und dann bin ich hingegangen, fasste ihn an, hob das Laken hoch. Und da war dieser kleine Körper. Es war ein Mensch. Ich zog das Laken weiter zurück und da lagen die Körper nebeneinander. 1, 2, 3, 4. Ich ging zurück in den Flur, drehte mich nach rechts zum Badezimmer und da lag der Älteste mit dem Gesicht nach unten in der Badewanne. Andrea Yates war eine strenggläubige Christin. Dazu bestimmt, so viele Kinder zu haben, wie Gott zulässt. Diese Frau ertränkte ihre Kinder systematisch in der Familienbadewanne. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir haben uns nur angeguckt und dann kam dieser Moment, in dem die gesamte Ausbildung, alles, was man jemals gelernt hat, durchgespielt hat oder instinktiv weiß, plötzlich weg ist. Die Polizei war vor meinem Haus. Ich wollte reingehen, aber sie ließen mich nicht. Sie sagten mir, was passiert war. Und ich weiß noch, wie ich im Gras lag und geschrien und geweint habe. Der Ehemann kam und dann schrie er, Andrea, du hast es wirklich getan. Sie saß einfach nur da. Sie starrte mit völlig leerem Blick auf die Tür. Alle Kollegen waren mitgenommen. Das konnte wirklich keiner abstreiten. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Reporter und Notfallhelfer strömten in die Gegend. Frank Stumpo musste Andrea Yates ins Gefängnis bringen. Die Medien waren in Massen vor Ort, bis zu 70 Leute. Eine Frau, die ihre 5 Kinder auslöscht, wird zum Medienstar. Das war sie. Und ich sagte ihr das. Sie sind jetzt berühmt. Ich brachte sie hoch zur Mordkommission und das war's. Dass eine Mutter ihr eigenes Kind umbringt, ist undenkbar. Eine Mutter, die alle 5 Kinder umbringt, ist völlig unvorstellbar. Wie können wir versuchen, die Umstände zu begreifen, die Andrea Yates dazu getrieben haben? Sie war Perfektionistin. Sie war sehr gut in der Schule. Ich glaube, sie war auch Abschiedsrednerin in ihrer Schulklasse. Gute Noten zu haben und eine gute Tochter zu sein, war ihr sehr wichtig.
Später besuchte sie eine renommierte Krankenpflegeschule in Texas und war dort sehr gut. Dann heiratete sie und bekam den ersten Nachwuchs. Jetzt wollte sie eine wunderbare Mutter sein. Sie trafen sich 1989. Beide waren 25. 4 Jahre später heirateten sie. Andrea war schnell schwanger. Wir waren überrascht, wie schnell das passierte. Sie machte immer Witze und sprach davon, wie fruchtbar sie sei. Denn es klappte fast jedes Mal. Es war nicht schwer. Sie gaben jedem Kind einen biblischen Namen. Ich weiß, dass Rusty glaubte und auch sagte, wir bekommen so viele Kinder, wie Gott zulässt. Die Familie Yates war sehr religiös. Beim Thema Religion würde ich sagen, da waren wir beide ziemlich konservativ. Für Rusty war Religion seit dem College sehr wichtig. Durch ihn lernte Andrea die unkonventionellen Predigten eines gewissen Michael Warnecke kennen. Warnecke und seine Familie reisten in einem Bus durch das Land, vor allem durch Texas, und missionierten wohl hauptsächlich auf dem Campus von Universitäten. Er schrie Studentinnen an, sie kämen alle in die Hölle, weil sie studierten und an der materiellen Welt hingen, wo ihre Aufgabe doch die Fortpflanzung sei. Das Dilemma dieser Botschaft ist, wenn ich das richtig verstehe, wenn man meint, man sei als Christ automatisch gerettet und käme in den Himmel. Dann stellt sich heraus, dass man in die Hölle kommt, denn das ist hochmütig und nur Gott weiß, wer in den Himmel kommt. Mit dieser Denkweise gerät man also in eine Sackgasse. 1996 hatten die Yates 2 Kinder, Noah und John, und eine befristete Arbeitsstelle in Florida. Rusty wollte die Familie finanziell nicht durch einen weiteren Hauskauf belasten. Im Wohnmobil zu leben war eher ein Experiment für uns. Also vermieteten wir unser Haus, kauften einen 11 Meter langen Wohnwagen, fuhren damit nach Florida und lebten für die Dauer meines befristeten Arbeitsvertrages auf einem Campingplatz in Florida. Damals war Andrea wieder schwanger. Sie hatte direkt nach dem Umzug eine Fehlgeburt. 1997 gehen die Yates zurück nach Houston, wo ihr dritter Sohn, Paul, geboren wird. 1998 tauschen sie den Wohnwagen gegen ein 32,5 Quadratmeter großes Wohnmobil ein, das sie von Michael Warnecke kaufen. Baby Nummer 4 kommt ein paar Monate später. Ich war in dem Bus. Er war klein und es gab eine Luke, die man hochklappte, und darunter war der Gepäckraum. Auf dem Boden waren Pritschen, auf denen die Kinder schliefen. Mrs. Yates war überfordert. Sie hatte begonnen, den Kindern Hausunterricht zu erteilen und schaffte es einfach nicht. Man kann sich das vorstellen. Hausunterricht. Sie wechselte rund um die Uhr Windeln und wusch sie. Sie durfte keine Pampers benutzen, sondern nur Stoffwindeln. Sie lebten fast wie im vorigen Jahrhundert. Weg vom Materialismus. Zurück zu den Grundlagen. Also war es keine Frage, dass sie gestresst war. Das Leben von Andrea Yates lief nun langsam aus der Bahn. Es schien ihr sehr gut zu gehen, bis wir Luke bekamen. Er war unser viertes Kind. Nach ihrem vierten Kind kämpfte sie mit dem Gedanken, es zu töten. Und dann machte sie einen Selbstmordversuch, anstatt zu riskieren, ihrem Kind zu schaden. Sie gingen zu einem Psychiater und er sagte zu ihr und Rusty, sie sollten keine Kinder mehr bekommen. Sie müssen aufhören. Wir sind auf dem Weg nach Hause. Was steht da? Herzlichen Glückwunsch, Rusty und Andrea. Es ist ein Junge. Wie süß. Ein kleiner Willkommensgruß. Nur ein paar Jahre später erwarteten die Yates ihr fünftes Kind. Die 36-Jährige zeigt keine Emotionen, nachdem sie das Unfassbare gestanden hat. Sie hat ihre Kinder umgebracht. Andrea Yates war eine Riesenstory. Erstens waren da 5 Kinder.
Und zweitens war Rusty Yates gegenüber der Presse sehr zuvorkommend und auskunftswillig. Es war einfach unfassbar. Also kamen verschiedene Faktoren zusammen, die daraus sogar einen internationalen Fall machten. Es war unvermeidbar. Praktisch über Nacht wurde der Name Andrea Yates überall ein Begriff und die sogenannte postnatale Psychose ein heiß diskutiertes Thema. Es ist nicht dasselbe wie die Wochenbettdepression, die sehr verbreitet ist. Die postnatale Psychose setzt nach etwa einer von 1000 Geburten ein. Oft ist die Frau dann sehr psychotisch, sie halluziniert, hat Wahnvorstellungen, ist zerstreut und meist ist eine Krankenhauseinweisung notwendig. Am 20. Juni 2001 zeigte Andrea Yates Polizeibeamten ihre ertränkten Kinder, Noah, John, Paul, Luke und Mary. Ich hatte keine Ahnung, was los war. Ich wusste nichts von geistiger Erkrankung, Wochenbettdepression, Psychose oder sonst was. Je mehr Kinder man bekommt, desto höher wird das Risiko dieser Episoden. Und psychotische Episoden werden dann meist schlimmer. Nachdem Sie das Badewasser eingelassen hatten, was hatten Sie davor? Meine Kinder zu ertränken. Andrea Yates bestritt nie, ihre Kinder getötet zu haben. Aber war sie kaltblütig oder psychisch krank? Nach allem, was man hört, war sie eine hingebungsvolle Mutter. Aber die Ärzte der Verteidigung sagen, dass sie mit jeder Schwangerschaft verzweifelter und verschlossener wurde. Dramatisch wurde es 1999 nach der Geburt ihres vierten Kindes. Während dieser Schwangerschaften gab es 2 Selbstmordversuche und sie sagte mir, sie wollte nicht ihren Kindern, sondern sich selbst schaden. Andrea Yates wurde nach beiden Versuchen in die Klinik eingeliefert. Das zweite Mal wurde sie auf das starke Neuroleptikum Haldol eingestellt. Und es funktionierte, sogar so gut, dass sie und Rusty bald darauf über ein fünftes Kind sprachen. Bevor wir 2001 entschieden, noch ein Kind zu bekommen, hatten wir uns beim Arzt informiert. Die Behandlung war 1999 erfolgreich. Im Ernstfall kannten wir ja die Behandlung, die hatten wir vorher eben nicht gekannt. Und wir stellten uns vor, wenn es überhaupt passiert, dann nur kurz. Im schlimmsten Fall ist sie kurz außer Gefecht. Für die Yates war der Wunsch nach einer größeren Familie stärker als die Sorge um die Risiken. Um eine gesunde Schwangerschaft zu gewährleisten, setzte Andrea Yates alle Medikamente ab. Wenn man auf Medikamente eingestellt ist und sie oft absetzt, hat das unserer Meinung nach Auswirkungen auf das Gehirn. Bei einem Rückfall wird es schlimmer und die zweite, dritte oder vierte Behandlung wird auch schwieriger. Nach dem ersten Krankenhausaufenthalt waren die Yates aus dem Bus in ein neues Haus gezogen. Im November 2000 bekamen sie ihr fünftes Kind, das erste Mädchen, Mary. Unser kleines Mädchen wurde heute geboren. Alles schien in Ordnung zu sein, bis Andreas Vater im darauffolgenden März starb. Andrea ist so eine wunderbare, fürsorgliche Person. Sie kümmerte sich sehr um ihren Vater und fühlte sich verantwortlich, weil sie die Krankenschwester der Familie war. Am 31. März brachte Rusty sie ins Devereux Hospital. Er machte sich Sorgen. Man diagnostizierte eine schwere postnatale Depression. Damals waren die Krankenhäuser einfach noch nicht umfassend über postnatale Krankheiten informiert. Auch Psychiater nicht. Nach dem Krankenhausaufenthalt in 2001 ging Andrea als ambulante Patientin weiterhin zum Krankenhauspsychiater. Aber sie bekam kein Haldol mehr und Rusty wollte den Arzt nicht in Frage stellen. Hätte ich ihn herausfordern und sagen sollen, dieses Medikament hat 1999 gewirkt, warum versuchen wir es jetzt nicht? Und dann sieht man das Arztdiplom an der Wand. Rusty holte seine Mutter nach Houston, damit sie ihr mit den Kindern half. Was die Mutter sah, machte ihr Angst. Ihre Schwiegermutter war im Haus und fragte, Andrea, warum lässt du die Wanne um 4 Uhr nachmittags ein? Und Andrea antwortete vage, vielleicht brauche ich sie. Das machte Rustys Mutter solche Sorgen, dass sie sie innerhalb von 24 Stunden einliefern ließ. Als Andrea zum zweiten Mal aus dem Devereux Hospital entlassen wurde, war sie genauso desorientiert wie zuvor.
Rusty brachte sie zurück in die Ambulanz. Rusty sagte, ich mache mir große Sorgen um sie. Diese Antidepressiva schlagen nicht an. Und er erzählte, der Doktor habe gesagt, Andrea, Sie müssen an etwas Schönes denken. 2 Tage nach diesem Termin, am 20. Juni 2001, ertränkte Andrea Yates ihre Kinder, eins nach dem anderen, und wartete dann geduldig darauf, festgenommen zu werden. Bei meinem ersten Besuch im Gefängnis stellte ich ihr Fragen, die sie mit Unsinn beantwortete. Sie hörte, wie das Fernsehen zu ihr sprach, und ich sah, wie sie sich an den Kopf fasste. Später erfuhr ich von ihrer Überzeugung, die Nummer 666 sei in ihre Kopfhaut eingebrannt worden. So irrational Andreas Symptome auch klangen, zumindest ein Experte hatte einen wissenschaftlichen Ausdruck für ihren Zustand. Kakodämonie. Kakodämonie. Der Glaube, von einem Dämon besessen zu sein, ist ein bekanntes Phänomen bei Menschen mit religiösen Wahnvorstellungen. Sie liebte ihre Kinder. Und über das imaginäre Fernsehen und ihre Religion bekam sie die Nachricht, dass sie ein schlechter Mensch sei, dass sie Satan sei. Als sie psychotisch wurde, verband sich das mit ihrem religiösen Glauben zu der Zeit. Zumindest einige dieser Vorstellungen scheinen mit den Schriften von Michael Warnecke zusammenzuhängen, dem Prediger, dessen Anhänger Rusty und Andrea gewesen waren. Eines fällt mir da besonders auf, ein Pamphlet, das eine Mutter und ihre Kinder zeigt. Darin heißt es in etwa, Isabel wird ihre Kinder in den Fluss werfen und vernichten. Sie glaubte, ein Sohn würde ein Serienmörder werden, der andere ein stummer homosexueller Prostituierter. Sie hatte diese abstrusen Vorstellungen, dass ihre Kinder alle böse enden und buchstäblich zur Hölle fahren würden. Ich wusste nicht, dass der Glaube oder die Gedanken wahnhaft werden können, so dass man Dinge glaubt, sieht oder hört, die nicht wahr und nicht vorhanden sind. Hat Ihnen jemand gesagt, dass Sie Satan in sich tragen? Nein. Aber Sie hatten Hinweise? Ich fühlte nur etwas in mir, das mir die Anweisungen gibt. Welche Anweisungen? Den Kindern zu schaden. Ich fragte sie, glauben Sie, dass Sie von einem Teufel besessen sind oder von Satan selbst? Und sie sagte, ich glaube, Satan war wirklich in mir. Hey, 26. Februar. Wie alt wird Noah heute? 7. Genau, jetzt pusten. Yay! Der letzte war der älteste Sohn, ein starkes und großes Kind. Er wehrte sich am meisten dagegen, ertränkt zu werden. Er tauchte wieder auf und sagte sowas wie, Mami, ich werde lieb sein, als wenn er dachte, er würde bestraft. Dann nahm sie jedes Kind und legte es in das große Bett im Elternschlafzimmer. Und eines der Kinder war ein besonders lieber großer Bruder. Und sie nahm das 6-monatige Mädchen und legte es in Johns Arm, sodass er im Jenseits auf sie aufpassen konnte, weil er ja auch zu Lebzeiten ein guter großer Bruder war. During their lifetime together. Es sah nach der Verhandlung des Jahrhunderts in Houston aus. Die Fakten ließen keine Zweifel zu. Am Morgen des 20. Juni ertränkte die 36-jährige Andrea Yates systematisch all ihre 5 Kinder. Strafverteidiger George Parnham wusste, dass die einzige Chance seiner Mandantin war, wegen Unzurechnungsfähigkeit für unschuldig erklärt zu werden. Aber als die Details bekannt wurden, wuchs die Empörung der Öffentlichkeit.
Die öffentliche Meinung über Andrea war natürlich negativ, um es milde auszudrücken. Die Menschen verstanden den Umstand der Geisteskrankheit nicht. Die meisten Menschen urteilten sehr hart. Die psychiatrischen Fachkräfte und Ärzte waren entsetzt, dass wir eine geisteskranke Person strafrechtlich verfolgten. Aber das war die Minderheit. Andrea Yates' Tat war natürlich unbegreiflich. Aber hieß das auch, dass sie verrückt war? Auch wenn man geisteskrank ist, kann man vielleicht Recht und Unrecht unterscheiden. Darauf kommt es im Schuldrecht an. Es gibt keine rechtliche Definition für Recht und Unrecht. Nach dem Gesetz kann der Richter also die allgemeine Bedeutung dieser Wörter zugrunde legen. Unabhängig von den rechtlichen Argumenten richtete sich die Wut der Öffentlichkeit auch auf die Reaktion von Rusty Yates, auf die Morde und den Medienzirkus, der ihn umgab. Diese Frau hat ihre Kinder nicht umgebracht. Sie war nicht bei sich. Das wird sich herausstellen. Ich bin völlig überrascht, dass die Menschen denken, weil ich Andrea als wunderbare Mutter verteidige und meine, sie sollte nicht bestraft werden, dass ich dadurch ihre Tat dulde. Ihre Tat war wirklich unerträglich schmerzhaft für mich und meine Familie. Er wirkte, als fühle er sich geehrt. Er gab Interviews im Fernsehen und sowas. Das war makaber. Und bei der Beerdigung zeigte er Dias von seinen Kindern. Die Beerdigung fand eine Woche nach dem Mordfall statt. Sie festigte die Meinung der Öffentlichkeit über Rusty Yates. Ich denke, Menschen wollen einen Schuldigen finden. Wie und warum ist es passiert? Wessen Fehler war es? Und wenn Andrea Yates wirklich geisteskrank war, dann war es nicht ihr Fehler. Dann muss es ja Rustys Schuld sein. Die Leute mochten es wohl nicht, dass er viel gelächelt hat. Er zeigte nicht die Gefühle, die man erwartete. Und das haftete ihm an. Egal wie emotional er später war, das sah man nicht mehr. Rustys Auftreten erboste die Öffentlichkeit in Houston so sehr, dass einige Menschen glaubten, er sei in die Morde verwickelt. Bei der Bezirksstaatsanwaltschaft wurde sehr oft angefragt, ob er eine Mitschuld am Tod dieser Kinder trägt. Und wenn man die Leute auf der Straße fragt, dann haben viele diese Vermutung. Habe ich getan, was ich konnte, um Andrea zu helfen und unsere Kinder zu beschützen? Ich würde sagen, ja. Ich wusste einfach nicht, was ich sonst tun sollte. Sie war krank. Wir gingen zum Arzt und befolgten seine Anweisung. Niemand hat ihm je gesagt, die Krankheit deiner Frau könnte deine Kinder das Leben kosten. Niemand sagte, das Risiko einer postnatalen Psychose ist, dass die Kinder in Gefahr sind. Ich habe Rusty nicht als einen schlechten Menschen wahrgenommen. Ich glaube, seine Frau und die Kinder lagen ihm sehr am Herzen. Doch letztlich war die Kontroverse um Rusty Yates nur ein Nebenschauplatz. In erster Linie ging es um seine Frau. Und der Staat würde versuchen, das Gesetz in vollem Rahmen auszuschöpfen. Das heißt, man wollte die Todesstrafe verhängen. Sie wird sagen, dass Noah ein paar Mal auftauchte und dass sie ihn nach unten drückte und unter Wasser hielt, bis er die Kontrolle über seinen Körper verlor. Es ist eine unvorstellbare Tat. Psychiater sprechen hier von Infantizid, Kindstötung. Fast von Beginn an war die Staatsanwaltschaft Texas entschlossen, Andrea Yates des Mordes anzuklagen. Die Verteidigung plädierte auf nicht schuldig wegen Unzurechnungsfähigkeit. In meinen fast 16 Jahren als Richterin war der Fall Andrea Yates der einzige, bei dem diese Begründung eingebracht und verhandelt wurde. Nur wenige Angeklagte werden freigesprochen, weil ihre geistige Erkrankung so schwerwiegend ist, dass sie entweder nicht wissen, was sie tun, oder das Unrecht ihres Handelns nicht erkennen.
Ich werde oft gefragt, warum hat sie sich nicht selbst umgebracht, anstatt ihre Kinder zu ertränken? Dann wären die Kinder noch am Leben. Aber mit jeder neuen Schwangerschaft verschlimmert sich die Krankheit. Und man sieht immer weniger Alternativen. Während Andrea Yates auf die Gerichtsverhandlung wartete, kam sie in die medizinische Abteilung des Gefängnisses und man behandelte ihre Psychose. Vom Zeitpunkt der Tragödie bis zur Verhandlung hat sich ihr Zustand verbessert. Sie hatte keine Halluzinationen mehr. Am 22. September 2001, nur 3 Monate und 2 Tage nach dem Mordfall, wurde Yates für verhandlungsfähig befunden. Die Anklagevertretung wollte das Argument einbringen, dass Andrea sich an ihrem Mann rächen wollte. Sie habe sich ungerecht behandelt gefühlt, durch das Leben im Bus, den Hausunterricht und die schlichtere Lebensweise. Der Verteidigung war es zu heikel, Rusty ins Spiel zu bringen. Wenn ich auf das Argument mit Rusty eingegangen wäre, hätte die Anklagevertretung den Geschworenen im Schlussplädoyer sagen können, sie habe sich durch die Tötung der Kinder tatsächlich für verschiedene Dinge an Rusty rächen wollen. Und damit hätte sie dann natürlich ein Motiv gehabt. Die Verhandlung begann im Februar 2002. Beide Seiten brachten hervorragende Psychiater als Sachverständige ein. Dr. Philip Resnick stand auf Seiten der Verteidigung. Sein Gegenüber war Dr. Park Dietz, bekannt durch seine Aussage im Fall des Reagan-Attentäters John Hinckley. Dietz war auch Berater der erfolgreichen US-Fernsehserie Law and Order. In vielen Punkten waren die Experten einer Meinung. Wir waren beide der Meinung, dass sie eine schwere geistige Störung hatte, als sie ihre Kinder ertränkte. Dass sie glaubte, das Beste für ihre Kinder zu tun und dass sie wusste, dass ihre Tat gesetzeswidrig war. Uneinig waren wir aber in der Frage, ob sie trotz dieser Gewissheit der Gesetzeswidrigkeit glaubte, das Beste für ihre Kinder zu tun. Die Staatsanwaltschaft behauptete, es sei mehr Methode als Wahnsinn im Spiel. Sie hatte gesagt, Satan habe es ihr befohlen. Und wenn man als religiöser Mensch einen Befehl von Satan erhält, dann weiß man, dass es Unrecht ist. Durch diese einfache Annahme wussten wir, dass ihr das Fehlverhalten klar war. Und sie hatte auch gesagt, sie habe gewusst, dass es Unrecht ist. Dr. Dietz sagte aus, Mrs. Yates sei klar gewesen, dass ihr Verhalten gesetzeswidrig war. Und sogar, dass es sich gegen die Gesellschaft und gegen Gott richtete. Eine ziemlich gewichtige Aussage. Dietz ging noch weiter und brachte eine mögliche Inspiration für Andrea Yates' Taten vor. Er sagte aus, sie habe in der Woche wohl eine Folge von Law and Order gesehen. Dort hatte eine Frau, um sich von der Verantwortung zu befreien, ihre Kinder ertränkt und war ungestraft davongekommen. Wir haben fast immer Law and Order geschaut und alle Folgen, die sie gesehen hat, habe ich auch gesehen. Als ich von der Aussage hörte, dachte ich, daran glaube ich nicht. Aber es gab nicht genügend Argumente, um Dietz' Aussage zu widerlegen. Und nach 3 Wochen Verhandlung berieten sich die Geschworenen für knapp 4 Stunden. Die Geschworenen kamen zurück und als ich sie sah, wusste ich schon, wie sie entschieden hatten. Wir befinden die Angeklagte Andrea Pia Yates des Mordes gemäß Anklageschrift für schuldig. Ich war am Boden zerstört. Ich weiß, wie sehr Andrea unsere Kinder liebte und die Kinder liebten sie. Ich weiß, dass sie ihnen nie etwas angetan hätte, wenn sie keine geistige Störung gehabt hätte. Auch wenn man es nur schwer verstehen kann, ich sehe sie als Opfer, nicht als Kriminelle. Bei der Strafzumessung standen die Geschworenen jedoch auf Seiten der Verteidigung und lehnten die Todesstrafe ab. Andrea Yates wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Ich hätte nie geglaubt, dass wir verlieren könnten. Ich ging nach hinten zu Andrea und sie fragte, was passiert jetzt? Ich sagte, keine Sorge, alles wird gut, und tätschelte ihr Knie. Dann ging ich zurück und hörte das Grollen im Gerichtssaal wegen der Law-and-Order-Aussage.
Kaum war die Strafzumessungsphase vorbei, tauchten Fragen zur Aussage von Dr. Park Dietz auf. Es ging das Gerücht um, dass es diese Law-and-Order-Folge gar nicht gab. Plötzlich schöpfte die Verteidigung neue Hoffnung. In unserem Büro suchten wir im Internet nach Titeln von Law-and-Order-Folgen, die Hinweise auf den Fall einer Frau gaben, die ihre Kinder ertränkt hatte. Wir fanden keine. Und auch kein Manuskript. Suzanne O'Malley, eine der Reporterinnen, die über den Fall berichtete, hatte Folgen für Law and Order geschrieben. Sie brachte Parnham in Kontakt mit dem Produzenten der Serie, Dick Wolf. Dick Wolf sagte, ich versichere Ihnen, dass ich großen Respekt vor Park Dietz habe. Aber eine solche Folge hat es nie gegeben. Und sie war auch nicht geplant. Parnham beantragte sofort einen Verfahrensabbruch. Dies wurde abgelehnt. Was hat die Aussage von Park Dietz damit zu tun? Deshalb kann man doch keinen Schuldspruch aufheben. Sie bekam die Eingebung durch das Fernsehen, aber die Sendung gab es gar nicht. Deshalb jemanden verschonen, der 5 Kinder ermordet hat? Das ist absurd. Daddy? Tata. Mami? Tata. Mami? Say Mama. Mama. Am 15. März 2002 wurde Andrea Yates wegen der Ermordung ihrer 5 Kinder zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie kam in die Mountain View Haftanstalt für geisteskranke Straftäter. In einem Krankenhaus für strafrechtlich Unzurechnungsfähige ist man mit Geisteskranken zusammen, die gewalttätige Straftaten begangen haben. An solchen Orten möchte man nicht sein. Natürlich wollten die Verteidiger eine Aufhebung des Urteils erreichen. Zu den vielen Argumenten zählte auch die umstrittene Aussage von Dr. Park Dietz, dem psychiatrischen Sachverständigen der Ankläger. Es gab nie eine Folge von Law and Order zu dem von Park Dietz vorgetragenen Thema. Wir haben ihn damit konfrontiert und er sagte, er müsse sich geirrt haben. Das Berufungsverfahren wurde monatelang vorbereitet, um zahlreiche Argumente vorbringen zu können. Aber letztlich hing alles an der Aussage von Dr. Park Dietz. Wir hatten 19 Fehler zusammengetragen und nur einer wurde genannt. Punkt 1, seine Aussage. Das Urteil wurde aufgehoben und das Verfahren wieder aufgenommen. Ich freute mich, dass das Gericht Mrs. Yates' Fall noch einmal aufnehmen wollte. Meiner Meinung nach hatte Dr. Dietz einen unbeabsichtigten Fehler gemacht. Die Aufhebung des Urteils war zwar ein großer Erfolg, aber sie war erst der Anfang. Die Verteidigung wollte die vollständige Abweisung aller Anklagepunkte erreichen. Sie argumentierte damit, das zweite Verfahren sei doppelte Strafverfolgung. Und endlich, im Januar 2005, 3,5 Jahre nach der ursprünglichen Verurteilung, gab der oberste Gerichtshof des Bundesstaats Texas eine Stellungnahme ab. Doppelte Strafverfolgung sei nicht gegeben, ein neues Verfahren für Andrea Yates wurde jedoch bewilligt. Sie ertränkte ihre 5 Kinder und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Aber jetzt hat ein Berufungsgericht aus Texas Andrea Yates' Urteil aufheben lassen. Durch die neue Sachlage erreichten die Verteidiger, dass Andrea Yates ins Rusk State Hospital verlegt wurde. Wie behandelt man sie? Ich denke generell gut. Zur Vorbereitung auf das Verfahren gehörte nun auch Öffentlichkeitsarbeit. Die Verteidigung tat alles, um die öffentliche Wahrnehmung von Andrea Yates und allgemein psychisch Kranken zu ändern. Es gab in diesem Fall 6 Opfer. Eines war Andrea selbst, durch ihre Krankheit. Vor dem zweiten Verfahren gab es Forschungsartikel und Expertentalks. Das Thema war jetzt allen viel näher, besonders die postnatale Psychose. Im Juni 2006, 5 Jahre nach der Tragödie, beginnt Andrea Yates zweites Verfahren. Die Verteidigung führt die Argumente sehr präzise vor. Wir konzentrierten uns auf Unrechtmäßigkeit und geistige Gesundheit. Unrechtmäßigkeit und postnatale Erkrankungen. Denn wir hatten aus dem ersten Verfahren gelernt.
Ich glaube, die Verteidigung meinte, dass die Menschen durch die verstrichene Zeit vielleicht mehr Verständnis hätten. Bis zum zweiten Verfahren war die öffentliche Empörung wohl auf ein neutrales Maß gesunken. Eine Verurteilung wollte man noch, sie sollte ins Gefängnis. Aber die Wut nach dem Motto, bindet sie an ein Auto und schleift sie durch die Stadt, war verebbt. Die Anhörungen erstreckten sich über einen Monat. Danach zogen sich die Geschworenen 13 Stunden über drei Tage zurück. Nach dreitägiger Beratung wollten die Geschworenen die Fotos der Kinder sehen. Und etwa 30 Minuten später waren sie zu einem Urteil gekommen. Einige der Geschworenen weinten. Sie hatten nach den Fotos gefragt, weil sie zwei Schweigeminuten für jedes Kind der Familie Yates eingelegt hatten. Und das war für mich der vielleicht bewegendste Moment, den ich in 45 Jahren im Gerichtssaal erlebt habe. Das Gericht wurde informiert, dass die Geschworenen zu einem Urteil gekommen sind. Jetzt müssen die Geschworenen entscheiden. Konnte Yates Recht und Unrecht unterscheiden, als sie ihre fünf Kinder in der Familienbadewanne ertränkte? Das Gericht wurde darüber informiert, dass die Geschworenen zu einem Urteil gekommen sind. Wir befinden die Angeklagte Andrea Pia Yates wegen Unzurechnungsfähigkeit für nicht schuldig. Nummer 15? Ja. Nummer 37? Ja. Nummer 52? Ja. 5 Jahre, 1 Monat und 6 Tage waren seit der Tragödie vergangen. Wir haben uns wahnsinnig gefreut. Beim letzten Mal hieß es schuldig. Da dachten wir, die Richterin hätte das Wort nicht vergessen. Diesmal hörten wir es. Und wir sind glücklich. Andrea Yates wurde in den Zuständigkeitsbereich der staatlichen Gesundheitsbehörde übergeben und befindet sich derzeit im Kerrville State Hospital. Eine Entlassung ist nicht vorgesehen. Ich glaube nicht, dass irgendein Richter ein Dokument unterschreiben würde, mit dem Andrea Yates ohne jegliche Aufsicht leben könnte. Andrea wird wohl niemals wirklich frei sein. Sie lebt mit der Erinnerung an ihre Kinder und vermisst sie schrecklich. Das ist Andrea Yates nicht passiert, weil sie eine böse, kriminelle, schlechte Person wäre, die getötet werden muss. Es passierte, weil sie eine biologische, medizinische Krankheit, eine Psychose hat. Man ist noch nicht so weit, vorherzusagen, wer so etwas bekommt und warum. Ich kann ihr vergeben und in vielerlei Hinsicht habe ich sie nie beschuldigt. Aber ich könnte nie wieder mit ihr zusammenleben. Rusty Yates hat sich nach dem ersten Verfahren von Andrea scheiden lassen. Er studierte Jura, heiratete erneut und hat einen kleinen Sohn. Er hält weiterhin Kontakt zu Andrea. Die Entscheidung, mich von Andrea scheiden zu lassen, war wirklich schwer. Sie hat vielleicht auch etwas zu lange gedauert. Aber ich bin zu der Auffassung gelangt, dass es einen Unterschied zwischen Vergebung und Konsequenzen gibt. Ich spreche etwa 4-mal die Woche mit ihr. Ich habe schon lange die Grenze zwischen beruflicher und persönlicher Beziehung überschritten. Sie ist wie eine Tochter. Und so behandle ich Andrea. George Parnham und ich haben mit der Mental Health Association in Houston und anderen einen Gedenkfonds für die 5 Yates-Kinder ins Leben gerufen. Denn ihr Schicksal ist die eigentliche Tragödie der Geschichte. Es war ein Extremfall. Wir haben unsere Familie verloren und Andrea wurde wegen Mordes angeklagt. Und hauptsächlich wegen fehlender psychischer Gesundheitsfürsorge. Aus dieser Erfahrung heraus habe ich mich entschlossen, wo ich kann, Menschen mit geistigen Erkrankungen zu helfen. Hallo. Wie alt bist du geworden?
Vier. Wie viele Kerzen? Four. Eins, zwei, drei, vier. Wenn wir den Fall Andrea Yates und ihrer Kinder allgemein betrachten und aufgrund dieser Erfahrungen versuchen, im Bereich der psychischen Gesundheitsfürsorge Fortschritte zu machen, dann haben wir viel erreicht. Nicht jeder sieht das so. Ich wollte ihr zum Beispiel jeden 20. Juni eine Postkarte ihrer Kinder schicken, egal wo sie ist. Aber was bringt das? Es bringt mir nichts und ihr ganz sicher auch nicht. Also habe ich es gelassen. Ich wünsche mir ein drittes Verfahren. Ich finde sie sehr teilnahmsvoll. Ich glaube ja, dass sie nicht die strafrechtliche Verantwortung hat, aber dass sie mit ihrer Tat leben muss, ohne Kinder, ohne alles, das ist eine ganz andere Tragödie. Rechtlich gesehen ist Andrea Yates nun eine gewöhnliche Patientin. Sie wird nicht mehr als Kriminelle bezeichnet. Aber nur Andrea selbst weiß, ob sie sich ihre Taten jemals verzeihen kann.